Wir haben noch ein paar Fragen zu Technikwesen. Generell kommt ja jetzt immer mehr Technik auf uns zu. Mhm. Also diese ganze Digitalisierung. Das heißt, die Leute müssen sich eigentlich immer mehr damit auseinandersetzen, dass eben Technikwesen belebt sind. Ja. Also in der Regel müssen die sozusagen, bauen sie eigentlich, wenn man so in die Zukunft guckt, eine Beziehung mit etwas auf, was nicht eben wie ein Baum ist oder nicht wie ein Garten ist, sondern wie nimmst du das wahr? Ja, also die Digitalisierung und die Vernetzung über die Netzwerke ist eine Vorbereitung darauf, mit Leuten zu kommunizieren jetzt und nicht über Handys und Smartphones, sondern in Zukunft telepathisch. Das ist die Vorbereitung darauf, miteinander zu kommunizieren, aber ohne Technik. Die Technik wird irgendwann nicht mehr gebraucht werden. Wir kommen in das neue Zeitalter, die Kommunikation über Telepathie. Wir müssen eine Übergangszeit geben von etlichen Jahren, wie lange weiß ich jetzt nicht. Aber es wird sich alles umstellen und es wird alles feinstofflicher werden. Und wie gesagt, wir gehen in die fünfte Dimension, wie Christina von der Rhein das nennt. Und wenn wir da angekommen sind, dann können wir telepathisch uns unterhalten. Mhm. Interessant, dass du das sagst, weil ich hatte so das Gefühl, als jetzt zum Beispiel die Handys eingeführt wurden oder als das so losging, früher hat man sich verabredet und wusste, wir treffen uns da und da und dann hat man sich immer gefunden. Ja, genau. Seitdem es die Handys gibt, findet man sich nicht mehr, weil man immer schnell gleich anruft. Also man vertraut gar nicht mehr dem sich finden. Wie meinst du das, dass sich das darüber, also wie unterstützen uns die Technikwesen in diese... Ja, das ist einfach diese Furcht, dass man miteinander kommunizieren kann, ohne dass man sich sieht. Ja, das machen wir jetzt ja über die Technik und das kann man ja dann auch über Telepathie. Und unser Körper wird feinstofflicher und dann werden wir auch irgendwann in der Lage sein, uns zu teleportieren. Also wir wollen uns vorstellen, wo wir sein wollen, dann sind wir da. Wie bei Harry Potter. Mhm. Ja. Und das kommt dadurch, dass der Körper feinstofflicher und fest ist. Ja, jetzt ist er ja noch zu schwer, zu fest, aber die ganzen Zellen des Körpers werden immer kristalliner jetzt. Das hängt wieder mit dem kosmischen Feuerwesen zusammen, mit den Lichtkristalldrachen, die alles durchdringen und alles durchdringen und transformieren, umwandeln in eine kristalline Struktur. Also alles wird sozusagen von Kohlenstoff in Lithium umgewandelt, so kann man das sagen. Jetzt grobstofflich beschrieben, ne? In Verbindung. Das heißt, die Technik unterstützt uns insofern zum Telepathischen, weil wir uns das darüber überhaupt erst vorstellen können. Also, weil so ein Handy, der ist ja auch keine, bei einem Telefon ist ja wenigstens noch ein Kabel. Das kann sich irgendwie noch die Verbindung vorstellen. Bei einem Handy ist es schon. Ja, da ist es schon anders und das ist uns schon selbstverständlich, dass man mit anderen Leuten kommunizieren kann über weite Entfernung. Und wenn dann jetzt die neue Bewusstseinsebene kommt, dann erschreckt man nicht mehr, wenn man jemanden kommunizieren kann, wenn er sich plötzlich meldet, man sozusagen im Kopf die Stimme hört. Weil man schon vorher das gemacht hat über ein Handy. Ja. Das heißt, die Technik hilft uns dabei, zu unseren höheren Qualitäten dann zu kommen. Ja, genau. Ja. Nun kann man sagen, dass Ahriman uns da mithilft. Ne? Also Ahriman ein Teil von uns ist und es ist die höchste Intelligenz im Weltraum. Und das ist auch ein Teil von uns. Und viele haben ja Angst davor, von Ahriman beherrscht zu werden, aber das sehe ich nicht so. Ich sehe einfach so, weil wir immer mehr ins Christusbewusstsein kommen und Ahriman auch immer mehr dahin kommt und auch Lucifer, die kommen alle mehr ins, alle Wesen, also die Dunkelengel steigen alle mit auf. Alle steigen mit auf. Kannst du das nochmal erklären für jemanden, der das noch nie gehört hat, wer Ahriman ist oder was dunkle Engel sind? Ja, es gibt ja sozusagen, Rudolf Steiner nennt das Widersachermächte. Und Widersachermächte sind dazu da, dass wir uns entscheiden müssen, uns zu helfen, zu entscheiden, wer wir sein wollen, wer wir nicht sein wollen. Na, ob wir sozusagen bösewicht sein wollen oder ob wir was Gutes tun wollen. Dafür sind sie da. Und da bitten sie uns die Möglichkeit und wir laden sie unbewusst auf. Nein? Tut mir leid. Und die helfen uns dabei. Ahriman kann man sagen, ist so die höchste Intelligenz im Weltraum und hat uns dabei geholfen, unsere Intelligenz zu entwickeln.
aber ohne Gefühl. Also man ist also völlig ohne Gefühl. Ja. Und Luzifer ist sozusagen das Gegenteil davon. Ist absolute spirituelle Energie, Licht, Lichtengel genannt. Aber zu viel Licht führt zu Verblendung. Ne, und sich reinsteigern in Dingen und so. Fanatismus. Deswegen ist es wichtig, dass wir im Gleichgewicht zwischen Ariemann und Luzifer sind. Das sind die Pole sind das. Und dann haben wir noch die Asura-Wesen. Asura-Wesen sind dunkle Engel, die jetzt ganz zum Schluss erst gekommen sind aus dem Universum. Und die Rudolf Steiner sagte, wir brauchen die Asura-Wesen deswegen, weil unser Ich, unser Ego-Bewusstsein einen größeren Widersachermächte braucht, um stärker zu werden. Unser Ich immer stärker wird. Und deswegen sind die gekommen. Also sagen die dunklen, die Widersachermächte sind unser Fitnessstudio für unser Ich. So kann man das sagen. Ja. Ja, und dann gibt es noch die Sorat-Wesen. Also auch so die Asura-Wesen, die helfen uns dabei, Wut, Hass, Rache und Verzweiflung zu spüren. Und im Extremfall können wir dort mit ihrer Hilfe zum Amokläufer werden. Und die Sorat-Wesen, die kommen von der Sonne. Und das sind Wesen, die uns helfen, die Dinge so hinzudrehen, wie wir sie gerne hätten, die aber nicht sind. Und zu lügen, also Unwahrhaftigkeit. Und die sind das Gegenteil von Christus. Christus ist Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Liebe. Und die sind das Gegenteil. Und die helfen uns eben auch dabei, das Gegenteil zu machen, ne? Damit wir uns erfahren können. Und dann gibt es noch die Dunkelengel, so nehme ich sie jedenfalls wahr, die bei Herr der Ringe beschrieben werden als Balrog-Wesen. Die Balrog-Wesen, die helfen uns, Begehrten, Abhängigkeiten zu erfahren oder Macht auszuüben und zu erfahren. Und deswegen war es bei Herr der Ringe so, dass Gandalf der Graue, der konnte nicht den Ring der Macht, konnte er nicht zum Schicksalsberg zurückbringen, weil er sich nicht getraut hat. Und erst nachdem er den Ring, nachdem er den Balrog besiegt hatte, wurde er zum Gandalf dem Weisen. Und dann hätte er den Ring der Macht den Schicksalsberg zurückbringen können. Und der Ring der Macht steht für mich und für unseren Ego. Bei Herr der Ringe. Und da bei Herr der Ringe ist eben die Weisheit die, dass nur eine reine Seele den Ego oder den Ring der Macht zurückbringen kann, den Schicksalsberg, wo er hergekommen ist. Weil der hat uns geholfen, unsere Individualität zu entwickeln. Und jetzt brauchen wir den aber nicht mehr, weil wir die entwickelt haben und müssen zurückgehen. Aber nur eine reine Seele kann ihn zurückbringen. Und die Weisheit bei der Geschichte ist, dass Modo, die reine Seele, eine gute Absicht hat, aber das nicht schafft. Sondern sein Gegner braucht, der ihn dabei hilft, Gollum, den Ring der Macht, den Schicksalsberg zurückzugeben. Ja, so interpretiere ich das. Ist das, also das kann man ja dann eigentlich so verstehen, so wie es in der Natur auch die aufsteigenden und die absteigenden Kräfte braucht, so braucht es im Geistigen die hellen und die dunklen Kräfte. Ja, genau, natürlich. Da braucht man immer die Gegenpole. Nur durch die Dualität können wir uns überhaupt erfahren. Wir wüssten gar nicht, was Licht wäre, wenn das Dunkle nicht da wäre. Ne? Oder wir könnten Glücksgefühle nicht empfinden, wenn wir nicht wüssten, was Leid wäre. Und wir sie gar nicht würdigen können. Also alles einen Sinn. Und das haben wir ja beim Strom auch wieder, ne? Minus und Plus. Ja, genau. Minus und Plus, überall ist diese Dualität da. Und dadurch entsteht ja auch die Zeit, wir haben Zeit. Und im neuen Zeitalter ist es ja so, was jetzt kommen wird, da werden die verschmelzen. Also männlich und weiblich werden sich vereinigen zum Yin-Yang-Symbol. Und das wird eine völlig neue Erfahrung sein. Und da wird es wird eine völlig andere Erfahrung sein. Da kann ich aber noch gar nicht beschreiben, wie das sein wird. Das werden wir erfahren. Und was anders. Da gibt es auch keine Zeit mehr, so wie wir sie jetzt kennen. Ich habe, wenn wir uns jetzt einstimmen, weil du das gerade ansprichst, das Yin- und Yang-Symbol, am Anfang habe ich das immer aufrecht gesehen. Ja. Und momentan sehe ich es immer liegend. Hat das irgendwas zu sagen? Oder? Nein, das hat nur bedeutet, dass jetzt bei dir, dass ich auf der horizontalen Ebene jetzt im Gleichgewicht ist und dann vorher hast du es auf der vertikalen Ebene gesehen. Ja. Das war für mich neu. Ja. Und das balanciert sich jetzt gerade auf der horizontalen Ebene aus. Vorher hat die vertikale Ebene ausbalanciert. Das heißt so, wenn wir sozusagen die Technikwesen für uns gewinnen, sie würdigen, sie achten, können sie uns sozusagen mit ihrer Arbeit noch besser helfen? Also, dass man dann weniger Smog, zum Beispiel Elektrosmog, sich entwickelt. Oder, weil wenn die Technikwesen nicht gewürdigt werden, dann werden sie auch deplatziert, dann stimmt die Verbindung nicht. Sehe ich das so richtig?
so, was für die Technikwesen so von Bedeutung ist für den Mensch. Ja, also der Mensch erschafft ja Wesen und weiß gar nicht, dass er Wesen erschafft, wenn er zum Beispiel Geräte baut. Und diese Geräte sind beseelt und wenn die nicht angeschlossen sind an das Kraftsystem der Landschaft, wirken die immer störend. Ja, und das ist die Lektion, die wir bekommen. Wir erschaffen Geräte oder Wesen und die machen uns krank, weil wir sie nicht angeschlossen haben. Und der Mensch ist aber verantwortlich dafür, dass diese Geräte angeschlossen werden, weil der Mensch jetzt Verantwortung für die Erde hat und nicht die Engel. Die Engel haben die Verantwortung abgegeben, nachdem es in finsterer Zeit alle zu Ende war und das Licht angefangen hat. Und von da an hat der Mensch die Verantwortung und der Mensch muss die Engel beauftragen, dies oder jenes zu tun oder bitten, damit die das machen, also ein Technikwesen anschließen. Das machen die nicht von selbst. Und wenn es angeschlossen ist, dann geht nichts Negatives mehr von denen aus. Nichts Störendes und Krankmachendes. Mhm. Also man könnte alles machen, damit also die ganze Umwelt auch wieder reinigen und so weiter, mit Hilfe der Wesen, dass man mit den Elementarwesen zusammenarbeitet, wie hier jetzt auf dieser Mülldeponie, wo der Garten jetzt ist. Und man könnte mit dem Elementarwesen arbeiten und dass die das wieder alles regenerieren. Mhm. Ja. Wie ist es denn, wenn man ein Technikwesen im Körper hat, wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher, dann geht es ja auch darum, den ins Körpersystem zu integrieren. Ja, also ganz klar. Herzschrittmacher. Oder wenn du eine Krone hast oder Blombe im Körper, ist auch eine Technik. Mhm. Ja, die muss auch angeschlossen werden. Mhm. Oder Implantate hast du irgendwie in Knien oder in Hüftgelenke und so weiter. Ne? Die müssen ja alle angeschlossen werden. Damit die nicht stören bringen. Ich hatte neulich eine Nachbarin von mir, die hat ein neues Knie gekriegt und da habe ich das angeschlossen, das Knie, mit ihr zusammen. Und danach ist es deutlich besser geworden, konnte wieder besser laufen. Weil die sozusagen eine Kooperation dann eingeben mit dem, ja, genau, dem normalen Körper, ne? Genau, das Gerät ist von Menschen erschaffen worden, oder diese Prothese, oder künstliche Kniegelenk, und hat eigentlich eigenes Bewusstsein. Und wenn das mit dem Körperbewusstsein verbunden wird und mit dem Bein und verbunden wird und dort harmonisch eingegliedert wird, dann heilt das alles schneller ab. Und das ist auch besser zu gebrauchen. Und wie ist das grundsätzlich, diese Vermischung von Mensch und technischen Teilen? Sobald man das verbindet, harmoniert es und dann ist es in Ordnung. Dann, ja. Oder ist es eigentlich nicht gut? Oder? Nein, immer sobald es angeschlossen wird, ist es harmonisch. Und wenn du mit dir selber in Frieden bist und aus dem Beurteilungs- und Bewertungssystem raus bist, dann kannst du dich aufhalten, wo du willst. Es gibt nichts Negatives, was dich treffen könnte. Nur wenn du ein Feindbild entwickelst gegen 5G und so weiter, dann ziehst du das an wie ein Schwamm. Ja. Na, und dann wirst du krank davon, weil du ein Feindbild hast. Ja. Na, wenn du aber sagst, okay, der Mensch hat 5G-Wesen erschaffen, wenn die jetzt angeschlossen werden, harmonisch eingegliedert werden, also jetzt kann ich nur für mich selber machen jetzt, na, und dann irgendwie danke, dann geht nichts Negatives mehr von denen aus. Und gilt es auch für Plastik? Genau, das gleiche ist auch für Plastik, ja. Ja. Mhm. Ja. Also eigentlich für alles, weil alles, was aus der Erde geschaffen wird, gehört zu uns, gehört zur genau, Erde. Genau. Ja, genau. Plastik ist aus Erdöl entstanden. Mhm. Das heißt, alles, was so zum Beispiel, wenn ich dann ein Gerät kaufe oder auch einfach nur eine Gartenbank kaufe oder egal was, muss ich das anschließen. Ja, richtig. In das System. Ja. Das ist wie wenn jemand, also so als Bild ist ja so, wie wenn jemand zu Besuch kommt, dann würdigt man dann den auch, ja, grüßt ihn, bittet ihn herein, gibt ihm Platz oder weist ihm Platz zu. Und also sozusagen wie die Beziehung zu einem Menschen, so ist die Beziehung des Menschen auch zur Technik. Ganz genau. Genau. Also erwartet die Gartenbank, in der Gartenbank, in deinen Garten stellt, du gekauft hast, und stellt sie einfach so hin, dann fühlt sich die Bank nicht gewürdigt. Und kann sein, dass es schneller kaputt geht. So, und wenn sie aber angeschlossen wird und in den Garten integriert wird, dann hält sie, geht nicht kaputt und fühlt sich wohl, wenn jemand sich draufsetzt und so. Ne? Mit allen Gartengeräten auch so. Ja, verstehe. Das heißt so, die Anfälligkeit der Technik hängt davon zusammen, weil es nicht richtig in Verbindung ist, dass dann Sicherungen rausknallen oder... Ja, also wenn Geräte sich nicht gewürdigt fühlen, dann gehen sie kaputt oder leichter kaputt. Ja. Ja, wenn Menschen und deswegen ist schon sehr wichtig, das eigene Auto zum Loben zum Beispiel, dann hält es länger, geht nicht kaputt.
oder deinen Computer zu loben und solange er da ist, dann stürzt er nicht ab. Mhm. Ja. So wie ein Mensch, der was für einen tut, den sagt man ja auch Danke für deine Arbeit, die du für mich machst. Genau, alle diese Technikwesen oder Elementarwesen fühlen sich mit uns gleichberechtigt, genauso wertvoll. Und dementsprechend wollen sie behandelt werden. Heißt es dann auch, wenn jetzt ein Technikwesen stirbt, also wenn jetzt dein Computer zum Beispiel kaputt geht, muss man dann das Wesen, was da drin ist, auch dem eine neue Aufgabe geben und dass es in einen anderen Computer geht zum Beispiel? Oder? Ja, man kann den Landschaftsengel beauftragen, wenn das auseinandergebaut wird und jetzt verwertet wird, dass das Wesen des Computers eine neue Aufgabe gibt und auch alle Technikwesen, die drin sind. Mhm. Ja, also wenn das ja zerlegt wird oder wenn ein Auto verschrottet wird und zerlegt wird, kann man das gleiche auch so machen. Mhm. Dass die Teile, die da drin sitzen, also gewürdigt werden und eine neue Aufgabe bekommen. Und wenn sie generell kaputt gehen und man schmeißt sie also theoretisch weg, dann kann man sich auch verabschieden dann, wie bei Menschen auch, wenn Menschen gehen, verabschiedet man die Leute, dann ist es bei der Technik eigentlich dann auch nicht anders. Ne? Nee, wir haben ja hier, wir stehen ja hier auf einer ehemaligen Mülldeponie, das ist ein Gartenbereich drüber. Und da kann man eben mit den Elementarwesen hier zusammenarbeiten und sagen, bitte arbeitet alles, was hier unter ist, auf so, und harmonisiert das so, dass alle der Boden, fruchtbarer Boden entsteht. Das heißt also, wenn Leute Phantomschmerzen zum Beispiel haben, weil die Bein amputiert wird, dann ist das auch, weil das noch nicht das Wesen immer noch verbunden ist mit dem Körper. Ja, richtig. Du kannst, wenn das Bein ab ist, hast du trotzdem noch ein energetisches Bein da, ein Astralbein. Mhm. Und da kannst du trotzdem den Schmerz noch spüren, einfach, ne? Weil der körperlich nicht mehr da ist. Mhm. Und was macht man in so einem Fall? Ja, dann geht man eben darum, mit dem Astralkörper zu arbeiten und mit dem Ätherkörper zu arbeiten. Und ihnen zu sagen, dass der physische Körper nicht mehr da ist und dass sie den Schmerz jetzt loslassen können. Ja. Das ist sozusagen der Schmerz des Geistigen, der die Anbindung ans Physische verloren hat. Ja. Das ist also gar nicht das Bein, was weg ist, was schmerzt, sondern die Trauer in gewisser Weise. Das Trauma da von dem Bein ist gespeichert im Astralkörper und auch in dem Ätherleib. Und wenn man das dann den Astralkörper und Ätherleib da ist, die können das loslassen, das Bein, das ist nicht mehr da. Und das nützt den Bein auch nichts, wenn sie da drunter leiden. Dann kann man jetzt Michael noch mal bitten, das zu reinigen. Und den Leidungsschmerz in jeder Körper und Astralkörper und dann würde es auch weggehen. Und wenn jetzt Leute jetzt generell so von Technikwesen so gar keine Beziehung haben, was gibst du denen auf den Weg? Wie beginnt so eine Beziehung zu einem Technikwesen? Ja, die Schwierigkeit ist bei Leuten, würde ich ja nicht mit Technikwesen anfangen, sondern ich würde die Kommunikation anfangen, zum Beispiel mit einer Blume, die im Zimmer steht. Sodass sie immer merken, dass das eine Blume ein Lebewesen ist. Und stellen sie einen Blumenpott vor sich hin und fangen an und fragen diesen Blumenpott oder die Blume, wie es denen geht. Und wenn sie da Antworten bekommen, und dann können sie sich vorstellen, dass es beseelt ist und dass es ein Gartenwesen ist. Und dann können sie nicht ihr Handy hinlegen. So würde ich anfangen. Das ist für die Leute leichter, da reinzukommen. Ja? Erst mit den natürlichen. Ja, erstmal über Pflanzen die Kommunikation üben. Und wenn das klappt, dann ein Handy hinlegen oder andere Geräte und dann mit denen kommunizieren. Sonst ist das zu abstrakt für die Leute, glaube ich. Weil es uns näher ist. Ja, uns näher ist. Ne? Dass wir uns das nicht vorstellen können. Ne? Und wenn wir erstmal mit der Blume kommunizieren können und das klappt, dann können wir auch. Wenn wir den Mut haben, auch mit einem Technikwesen kommunizieren. Ach so, bauen Sie es dann fangen mit der Blume an und gehen dann an Ihr Handy und man kann sozusagen theoretisch auch Kreditkarten, man kann eigentlich dann alles, was technisch, wo zum Beispiel auch ein Chip drin ist, ist ja auch Technik drin, dann alles. Kannst mit allen kommunizieren, Und wir Menschen erschaffen Wesen und wissen gar nicht, dass wir Wesen erschaffen. Guck mal, wir machen das bei uns selber, erschaffen wir unsere Süchte. Das sind Wesen, die wir erschaffen haben. Also zum Beispiel, wenn wir rauchen müssen, Alkohol trinken müssen, dann haben wir dieses Wesen erschaffen, das uns zum Trinken animiert oder zum Rauchen animiert, weil das braucht die Zuwendung von uns, damit es am Leben bleibt. Das heißt, wir kreieren uns selber die Bedrohung, die wir sozusagen in etwas sehen, auch wenn da gar keine Bedrohung ist. Genau.
Und unsere Unwissenheit ist aber als Unwissenheit. Und wenn wir all diese Wesen, die wir schaffen, vom Kriege, was es auch ist, dann harmonisch eingliedern, dann geht da keine Gefahr mehr aus. Ne? Also auch mit den Chemtrails, klar, haben die Wissenschaftler mit Chemtrails experimentiert, meistens um Wetter zu verändern, um das abregnen zu lassen oder um Blitze abzuleiten und so weiter. Aber man muss sich immer vorstellen, wenn das wirklich stimmen würde, weltweit würde das gemacht, was das ein Geld kosten würde, das nur das in Gange zu halten, das ist gar nicht bezahlbar. Rein das ist schon rein logisch gar nicht bezahlbar. Mhm. So, und deswegen ist es mal gemacht worden, aber experimentiert worden wird aber nicht weltweit gemacht. Und die Ängste werden durch Bücher verbreitet und durch YouTube-Videos und so weiter, mhm. die glauben, dass wir also manipuliert werden. So, ne? Mhm. Ja. Es gibt ja auch diese Idee, dass also um die Erde herum so Satelliten aufgebaut werden, fast schon wie eine Vernetzung, ganz viele Satelliten, um, weiß nicht, ob das dann um Kommunikation geht oder um 5G geht. Ja, das hat was mit Elon Musk zu tun. Ja. Elon Musk, der hat 50.000 Satelliten in den Weltraum schießen, über 6.000 sind schon oben. Und der ist ein Milliardär und wird nur Geld verdienen und weltweit Internetzugang hast du überall in der Wüste. Und er will dafür 99 Euro, Dollar, glaube ich, oder 9 Euro, was ich im Monat haben. Und was er eben auch macht, was er wirklich macht, ist, dass er jetzt Experimente macht, eine Schnittstelle im Gehirn herzustellen über einen Chip. Und das macht er mit Affen erstmal, experimentiert er darum. So, und da haben natürlich viele Leute Angst, jetzt verschippt zu werden. Das ist auch begründet, weil er es wirklich auch will. Ne, und ich frage mich eben, wie es möglich ist, dass ein Milliardär einfach das machen kann, 50.000 Liter im Weltraum, ohne dass die UN damit einverstanden sein muss. Ne, da kann der vermüllt den Weltraum. So, und, aber was man machen kann, ist eben da auch ihn zu segnen, kein Feindbild zu entwickeln und die Elementarwesen bitten, alle Funk- und WLAN-Wesen, die von den Satelliten da oben runterkommen, an das Kraftsystem die Elemente anzuschließen und harmonisch in das Kraftsystem von meinem Körper, Energiesystem des Hauses und so weiter anzuschließen. So, dann geht auch nichts Negatives von da aus. Ja. Also mit Raumstationen und sowas ist das Gleiche, ne? Das Gleiche, ja. Genau, ja. Mhm. Also immer wichtig, kein Feindbild zu entwickeln und versuchen, aus allen das Beste zu machen. Weil wenn wir ein Feindbild entwickeln, dann stärken wir die andere Seite. Wenn wir gegen was kämpfen, stärken wir die andere Seite. Und wenn jetzt jemand da so besessen von ist, ne, dass er wirklich spürt, wenn da oben Flugzeuge langfliegen, schlechten Einfluss, weil er so daran glaubt, ne, weil das so dieses Wesen, wie wird er dieses Wesen, was da erschaffen wurde, wieder los? Wird er nicht los, solange er daran glaubt. Okay. Das ist eine Bindung, die er selber hergestellt hat und die kann er nur selber lösen. Und dann kann er es einfach so machen, dieses Chemtrailwesen zum Beispiel, das die Menschen schaffen, man kann sagen, liebes Chemtrailwesen, dann hat er da wirklich geglaubt, dass du wirklich existierst. In unserer Vorstellung existierst du auch. Aber jetzt habe ich erkannt, dass du nur meine Vorstellung existierst. Und dafür danke ich dir sehr und ich möchte mich jetzt von dir verabschieden und entlasse dich hiermit. Und schon ist es weg. Und bei Suchtwesen ist es genauso? Ja, das Gleiche, ja. Aber diese ganzen, sozusagen, das, was man da sagt, funktioniert ja nur, wenn man sich erdet, ne? Ja, wenn man sich erst verbindet. Ja. Weil wenn man den Wesen das jetzt so einfach so sagt, so wie Wünsche ans Universum, da habe ich nämlich festgestellt, das funktionierte gar nicht, weil ich gar nicht angebunden war. Ich war ja gar nicht verbunden. Ja, genau. Wichtig ist eben im Herzen zu sein. Wenn du hier bist, dann bist du auch mit dem Universum eins. Das ist wichtig. Von da aus kannst du das nicht bewirken. Und bei den persönlichen Elementaren ist das so, dass du sie nicht, dass dann nicht reicht, dich einfach zu verabschieden, sondern die müssen wirklich gewandelt werden. Ne? Bei den Kollektiven, die erschaffen werden, da kannst du dich verabschieden, die loslassen, dann bist du sie los. Aber bei den persönlichen Suchtsüchten und so weiter, die kannst du nur dich entschuldigen, dass du sie erschaffen hast und sie sagen, missbraucht hast und dass du sie jetzt aber in Liebe umwandeln möchtest. So, ne? Und dann bindest du die Lichtgestalt dran, zum Beispiel sie zu transformieren, umzuwandeln, bedingungslose Liebe. Das waren die Suchtwesen jetzt, von denen du gesprochen ja, hast. Ja, genau. Ne? Zum Beispiel Alkohol oder Drogen oder was auch immer. Mhm. Ne? Oder Gewohnheiten. Also wir können uns nicht selber davon befreien, aber wir können eben die Lichtgestaltdrachen oder Christus und Sophia auch mit einbeziehen und die um Erlösung bitten. Was kommt dir eigentlich bei Computerspielsucht? Es gibt doch so Eltern, die sich über ihre Kinder so aufregen, weil die so süchtig nach Spielen sind. Ja, das ist alles das gleiche Prinzip. Das gleiche Prinzip, Abhängigkeit. Und Abhängigkeit entsteht eben dadurch, dass wir selber keine Liebe geben können, keine Zuwendung geben können.
und uns Zuwendung geben über Alkohol, über Spiele, über alles Mögliche, dadurch über Zuwendung geben. Ne? Also wirklich besser wäre eben, sich wirklich selber die Zuwendung selber zu geben und nicht von anderen zu erwarten, dass man geliebt wird. Oder zu konsumieren, dann wird man das nicht mehr fühlen, den Schmerz, die mangelnde Liebe. Hat ja mit zu tun. Das ist dann sozusagen ein Defizit. An Liebe. Das dann ja, mit so einem Ersatz ausgeglichen werden will, und aber das nicht funktioniert. Genau. Dadurch wird eine Sucht raus. Genau, ein Defizit an Liebe letzten Endes. Das heißt, wenn man das verabschiedet, muss man auch die Lücke auch wieder auffüllen. Ja, weil wenn man die Lichtstahl daran bittet, das zu transformieren, und wenn man sagt, dann bitte füllt die dadurch entstandene Lücke mit bedingungsloser Liebe auf, dann ist das gefüllt. Und du hast gerade gesagt, bei den Wünschen, das ist, wenn was nicht aus dem Herzen kommt, dann kann es auch nicht erfüllt werden. Das heißt also, es ist ja jetzt viel von Manifestationen die Rede und dass Dinge manifestiert werden können. Das heißt, es geht also auch nur, wenn es aus dem Herzen kommt. Ne? Nur darüber. Mhm. Ja? Weil von oben, über den Kopf funktioniert das nicht. Mhm. Weil der Kopf ist ja getrennt. Ja. Und das Herz nicht. Das heißt, wenn wir die vernetzt haben, jetzt vorhin die Funktürme und so, das spüre ich ja mal ganz stark, wenn das Netz da ist und da das dann fließt, das ist dann auch wie eine Herzverbindung von den Funktürmen miteinander. Ja, genau. Und dann fließt Liebe. Wir haben ja gespürt, jetzt sind sie angeschlossen als Netz und sind an die neue Energie der Erde angeschlossen, und die neue Energie der Erde ist ein Christus-Gitternetz, und das ist bedingungslose Liebe. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Danke dir. Ja, gerne. Für deine Zeit. Ja.